So, hallo und herzlich willkommen zu Battlefront Episode Nummer 6. Der Madridista ist wieder am Start. Und ja, bevor ich hier noch zu arrogant wirke, weil ich mit mir selber in der dritten Person rede, fangen wir auch direkt einfach mal an mit dem Commentary. Ja, ihr seht hier im Hintergrund ein bisschen Gameplay von Jägerstaffel, müsste aber gleich vorbei sein. Ja. Dann starten wir direkt rein in den nächsten Modus. Ich meine, es geht nämlich jetzt auf Java Refugium weiter. Und ja, ich muss etwas leiser reden heute. Ich rede sonst schon leise, das weiß ich selber, aber heute noch etwas leiser, denn ja, im Zimmer nebenan liegt mein Stiefvater und der, nun ja, ist etwas krank und muss sich ausruhen. So. Thema habe ich mir auch vorbereitet diesmal. Und zwar soll es diesmal darum gehen, dass in Dänemark ein sogenannter Frikadellenkrieg ausgebrochen ist. Das hört sich ziemlich schlimm an, ist aber im Endeffekt, naja. Also es ist jetzt kein richtiger Krieg, ne? Das will ich nur mal so klarstellen, wie man aber auch schon wahrscheinlich daran hört, dass es sich um einen Frikadellenkrieg handelt. Das heißt nämlich, in Dänemark würde die Esskultur aussterben, dadurch, dass so viele Muslime mittlerweile in Dänemark leben. Und ja, da ein Kindergartenverband die Frikadellen von der Speisekarte abgeschafft hat, hat nun eine bestimmte Kita-Gruppe ja Frikadellen, und das ist so lächerlich eigentlich, hat dafür gesorgt, dass man nur noch Frikadellen in diesem Kita-Haus da bekommt. Wo ich mich frage, so ganz ehrlich, warum ist es jetzt so schlimm, wenn teilweise Kitas die Frikadellen von der Karte nehmen, wenn es sowieso so viele Muslime gibt, die kein Schweinefleisch essen? So ganz ehrlich, das ist sinnlos, da jetzt irgendwie anzupreisen oder anzuprangern, dass ja die dänische Esskultur diskriminiert wird oder so. Also ganz ehrlich, natürlich sollte man weiter Frikadellen meiner Meinung nach anbieten, wenn dann auch in anderen Fleischsorten außer vielleicht Schweinefleisch. Also, aber jetzt nicht irgendwie, ja, es gibt nur noch Frikadellen aus Schweinefleisch. Das finde ich dann schon eher schlimm, als wenn man jetzt Frikadellen von der Speisekarte abschafft. Zumal es ja auch sein kann, dass die eigenen Kinder aus dem Land keine Lust mehr auf Frikadellen haben. Ja. Man sollte es natürlich nicht übertreiben mit der ja, mit der Anpassung an die andere Kultur, an die muslimische Kultur. Aber jetzt muss man auch nicht so krass dagegen sein, ne? Also ganz ehrlich, wenn wir alle so reagieren würden, dann weiß ich nicht. Wie hieß es direkt wieder Deutschland? Ist ja das Land der Nazis, keine Ahnung. Hat ja auch was mit, ja, mit Menschlichkeit zu tun, finde ich. Ich glaube, Dänemark ist sowieso ein sehr konservatives Land, was das betrifft, aber trotz alledem, also ganz ehrlich. Anderen Seite finde ich es gar nicht mal so schlecht, dass Österreich eine Begrenzung eingeführt hat. Aber ich glaube, die werden selber wissen, dass diese Grenze nicht einzuhalten ist von 35.000 innerhalb eines Jahres. Wenn sie schon 2015 im abgelaufenen Jahr Wir
knapp 90.000 aufgenommen haben. Ich glaube, das ist nicht zu verwirklichen. Vor allem kann man ja auch nicht einfach sagen, ja, du kommst jetzt hier nicht mehr rein, die Grenze wurde erreicht. Das ist noch leicht verbesserungswürdig. Klar, man kann nicht jeden retten, aber so eine feste Begrenzung macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Wobei wir schon wieder bei einem schönen politischen Thema sind, aber das macht mir jetzt nichts, weil im Moment gibt es einfach nichts anderes zu besprechen im Moment. Als diese politischen Themen. Bei Real passiert ja auch nicht viel im Moment. Sind vielleicht mal die Daten von Gareth Bales Transfer da ans Tageslicht gelangt, dass irgendwie genau 100 Millionen und was weiß ich nicht, irgend so eine komische, krumme Zahl da bezahlt wurden. Aber ansonsten läuft da auch nicht viel im Moment. Ich muss sagen, dass diese Kältewelle in Deutschland so ziemlich auf die Nerven geht. Es ist nämlich ziemlich kalt draußen und ja, man friert sich schon ziemlich den Arsch ab. Auch wenn es diesmal 0 Grad sind oder so. Aber der Winter hätte meiner Meinung nach schon einen Monat früher kommen können. Jetzt habe ich keinen Bock mehr auf die Scheiße, um ehrlich zu sein. Aber gut, was willst du machen? Du kannst gegen das Wetter nichts machen. Genauso wenig wie gegen Kills, die von hinten kommen. Was genau jetzt wahrscheinlich wieder passieren wird, oder? Nein, da kriege ich aber. Weiß gar nicht, ob da hinten so ein Teammate von mir war. Scheint schon, denn sonst würde ich jetzt nicht mehr leben. Sturmtruppen sichern das Gebiet um die Rettungskapsel. Wir müssen sie stoppen. Aber was haltet ihr von diesem Flickerdellenkrieg? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Letztes Video hatte ja nicht allzu viele Aufrufe, leider. Fand ich ziemlich schade. Warum auch immer. Dann kommen politische Themen besser an, als wenn ich über Real rede, aber das macht mir nichts. Ich möchte gerne schon ein bisschen über Real noch reden. Aber wenn ich nichts habe, so wie jetzt, dann kann ich auch über politische Sachen schön reden. Der andere gibt es ja im Moment nicht so. Neuigkeiten. Mir mal aufgefallen ist, dass die Nachrichten nur noch über negative Dinge berichten irgendwie. Ist nicht irgendwie mehr so wie früher, dass man jetzt zum Beispiel hört, irgendwie, dass ein Mann oder eine Frau, je nachdem, ich möchte ja niemanden ausschließen, ja, ein Jahr lang über See überlebt hat oder sowas. Sowas hört man gar nicht mehr irgendwie. Nur noch Flüchtlinge hier, Gewalt hier. Das da und so weiter und so fort. Und das soll jetzt gar keine Verknüpfung von Flüchtlingen mit Gewalt sein, sondern ja, ich sollte jetzt nur mal das Beispiel verdeutlichen, dass es eigentlich im Moment nur noch um eine Sache geht. Nämlich um das Negative in dieser Welt. Oder dass irgendwie eine Krankheit bekämpft wurde oder keine Ahnung, was weiß ich. Im Moment ist ja echt nichts Positives mehr in den Nachrichten. Alles wird nur noch negativ dargestellt und so weiter und so fort. Und das ist ein ziemlich guter Hund, merke ich gerade. Zumindest glaube ich es. Besser als die Runden, die ich zuletzt gespielt habe. Auf jeden Fall. Damit meine ich jetzt nicht das, was ich an Gameplay rausgehauen habe. War zwar auch nicht der gelbe vom Mai, aber so in letzter Zeit, wenn ich Battlefront gespielt habe, das lief überhaupt nicht. Warum auch immer. 11 zu 22er Runden. Die habe ich dann aber auch sofort wieder gelöscht. Solche Aufnahmen brauche ich euch echt erst gar nicht zeigen. Also jetzt nicht, weil ich Angst davor habe, gehatet zu werden, das ist mir scheißegal.
sondern ja, weil sich sowas anzuschauen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das noch hören kann, denn gerade hat sich mein Controller entfernt und damit auch mein Mikrofon. Deswegen könnte der Satz so halb vollendet sein. Wie dem auch sei. Ja, und wo ich gerade dabei bin, also ich würde gerne mal auch neue Spiele jetzt mal so für mich entdecken. Aber ja, ich weiß nicht ganz genau so, was in Zukunft so kommt und so weiter. Ich bin da irgendwie nicht auf dem neuesten Stand. Könnt ihr mir mal ruhig schreiben. Wahrscheinlich schreibt eh wieder keiner, aber ist ja egal. Man kann es ja nicht oft genug probieren. Auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, immer nur Battlefront raushauen ist ja auch nicht so unbedingt das Gelbe vom Ei. Und ja, FIFA finde ich langweilig im Moment. Ich weiß nicht wieso. Es macht mir im Moment keinen Spaß. Zumal ich das Spiel ja eh verliehen habe, aber trotzdem ist es einfach irgendwie nicht mehr das, was es mal war. Die alten Zeiten in Ultimate Team 2013 und so. Noch Spaß hatte. Auch so irgendwie, weiß ich nicht, keine Champions League, man kann nichts irgendwie. Im Moment ist nichts los. Ich weiß nicht. Die Zeit vergeht wie im Flug, aber es passiert irgendwie trotzdem nichts. Zumindest ist es bei mir im Moment so. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Wir haben, glaube ich, schon wieder. Ja doch, 21. Januar müsste es sein. Und ich habe irgendwie das Gefühl, diesen Monat noch nichts erreicht zu haben, um ehrlich zu sein. Klar, irgendwie für die Schule hast du irgendwas gemacht oder so, aber trotzdem irgendwie. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du machst zwar auch was mit Kollegen oder so, aber im Endeffekt erreichst du irgendwie nichts Produktives, zumindest kommt mir das so vor im Moment. Natürlich kann ich daraus auch meinen Vorteil ziehen, indem ich jetzt mehr Zeit dafür habe, mir einen Job zu suchen oder so. Also zumindest was zu mir passen würde. Aber naja. Ist halt ziemlich schwer, sowas. Und damit möchte ich mich auch wieder verabschieden für diese Folge. Das Gameplay ist schon wieder längst vorbei, aber ich rede noch ein bisschen drüber. Wie dem auch sei, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder zur 7. Episode Star Wars Battlefront. Haut da rein.